Und zum nächsten Abschnitt unserer Vorlesung, den ich mit einer offenen Frage beginnen will. Diese offene Frage oder die Methode der offenen Frage wird derzeit im EMPP diskutiert, was also bedeutet, es könnte sein, dass im EMPP auch offene Fragen auftreten werden. Es ist aber noch nicht grundsätzlich oder gänzlich entschieden. Einfach um Sie gut darauf zu trainieren und vorzubereiten, habe ich das jetzt auch erstmalig mit reingenommen. Nehmen wir mal eine Frage. Was sind im Rahmen des Health Beliefs Modells Maßnahmen zur Stützung von Mitarbeitern des Pflegepersonals? Ja? So, jetzt würde man denken, was haben denn jetzt bitte die Schwestern oder Pfleger mit dem heutigen Thema zu tun? Ja? Und wir erweitern jetzt sozusagen unsere Sicht, dass das biopsychosoziale Modell sich nicht nur auf den Patienten bezieht, sondern auf uns selbst und auf unsere Kollegen aus dem Pflegebereich. Ja? Und natürlich auch auf die Kollegen des physiotherapeutischen oder psychotherapeutischen Bereiches. Was ist das Health Beliefs Modell? Das ist ein schon, man kann schon fast sagen, historisches Modell und es beantwortet die Frage, wovon die Bereitschaft zur Durchführung krankheitspräventiver Maßnahmen abhängt. Das heißt also, wie sehr der Patient, wir als Behandler, unsere Kollegen aus dem Pflegebereich bereit sind, krankheitspräventiv wirksam zu werden. Ja. Wir haben hier also sechs Faktoren und in verschiedenen Physikumsfragen wird meistens immer eine dieser sechs Faktoren genannt. Ich nenne Ihnen jetzt einfach mal so ein bisschen taktisches Vorgehen, ja, für diese Fragen. Und die anderen werden etwas, na, sagen wir mal, falsch dargestellt. Ja. So, das heißt, es wäre günstig, wenn Sie sich das gut einprägen könnten. Gehen wir die mal durch, kontinuierlich durch. Das heißt, eine Maßnahme oder ein Faktor ist die Erkennbarkeit des Nutzens und der Effektivität eigenen präventiven Verhaltens. Ja? Also zum Beispiel die Erfahrung, was wir ja eben auch von unserem Gast heute gehört haben, wenn ich körperlich aktiv bin, ja, fühle ich mich wohler. Oder hier bei dem Beispiel verringert sich die Wahrscheinlichkeit, dass ich herzkrank werde. Ja? So, das heißt also, wenn ich selber einen Nutzen daraus sehe, dann wäre ich auch bereit, eben halt diese Prävention zu machen. Ja? Aber wir wissen alle, oder nicht alle, aber viele vielleicht von uns, dass so der Frühsport oder auch ins Fitness zu gehen oder so vielleicht nicht jedermanns Sache ist, also dass da doch der eine oder andere innere Schweinehund überwunden werden muss. So, das heißt also, es muss noch mehr Faktoren geben, als ausschließlich sozusagen die Einsicht in die Effektivität oder in den Nutzen, ja, dieses präventiven Verhaltens. Das Modell sagt, ein anderer Faktor wäre auch die Bewertung der Gefährlichkeit der Erkrankung. Das heißt also, wenn zum Beispiel man gesund ist und man hat vielleicht in der Familie jemanden erlebt, der vielleicht einen Infarkt bekommen hat. Ja? Und man sieht, dieser Mensch, der einen Infarkt bekommen hat, der hat sich also immer sehr, sehr gestresst. Ja? Als einer der Hauptrisikofaktoren für Infarkt. Ja? Oder hat vielleicht dann dazu auch noch ein leichtes oder Übergewicht. Ja? Oder hat vielleicht wenig sich körperlich bewegt. Ja? Und man sieht dann, was alles dazu gekommen ist oder was die Folge nach dem Infarkt war. Ja? Und auch, man hat vielleicht auch erlebt, wie man selber darauf reagiert hat, wenn es dem Vater passiert ist. Ja? Und das alleine kann schon bedeuten, dass in einem das Bewusstsein aufwacht oder bewusst sozusagen entsteht, dass ich das unbedingt für mich verhindern will und dann in der Lage bin, sozusagen doch mich eher sozusagen meinen inneren Schweinehund zu überwinden. Ja? Dann die subjektive Einschätzung der eigenen Krankheitsanfälligkeit, die natürlich ganz eng damit zusammenhängt, ne, mit der Gefährlichkeit der Erkrankung, weil ja viele chronische Erkrankungen auch zumindest zum kleinen Teil, aber doch vorhanden, einen genetischen Anteil haben. Die Wahrnehmung eigener Einschränkungen und Barrieren, die durch das präventive Verhalten bedingt sind, ja, also so dass praktisch eine Bilanzierung entsteht des Nutzens gegenüber den möglichen Kosten. Ja. Lerne ich lieber fürs Physikum oder nutze ich diese eine Stunde? Ja. Wir kommen da nochmal drauf zurück, auf diese Motivation, wenn wir über das Lernen sprechen, ja, welchen Wert Pausen haben, ja, für unser Gehirn. Na, das gucken wir uns unter neuropsychologischen Aspekt dann an. Aber zuerst sieht man natürlich erstmal nur, oh, dann wird mir schon wieder mindestens eine Stunde fehlen. Ja? Also was ist diese Bilanz von Kosten und Nutzen?
Dann auch der Glaube an die Effektivität und den Nutzen einer bestimmten Handlung. Das kann bei unseren Patienten die medizinische Hilfe sein. Ja. Bei Leuten, die gesund sind, vielleicht die Verhinderung des Auftretens von Risikofaktoren. Und dann auch der objektive Schweregrad der Erkrankung. Ja. Und wobei aber das interessant ist, und das bitte ich Sie, sich einzuprägen, ja, weil das wirklich überraschend ist. Also nicht nur fürs Physikum, sondern generell meine ich einzubringen, dass dieser Faktor den geringsten Einfluss hat auf die Inanspruchnahme medizinischer Maßnahmen. Ja? Also der eigentlich objektive Schweregrad der Erkrankung hat den geringsten Einfluss. Ja? Das würde man ja, wenn man jetzt Medizin studiert, nicht unbedingt erwarten, sondern es scheint tatsächlich eher so zu sein, welchen Nutzen ich davon habe. Ja? Das ist offenbar das, was am meisten sozusagen für uns hinsichtlich der Motivation zählt. Das Ganze ist jetzt auch nochmal in einem Diagramm zusammengefasst. Und Sie sehen also, hier sind demografische Faktoren, psychologische Faktoren, die die Gesundheitsmotivation beeinflussen und die letzten Endes bezüglich subjektiven Nutzen, aber auch Kosten und auch erwarteter Effektivität. Ja, auf der einen Seite der eigenen Empfindsamkeit, also für bestimmte Störungen, also die sogenannte Vulnerabilität und auch der vermutete oder der antizipierte Schweregrad, sozusagen was dann die wahrgenommene oder die mögliche Bedrohung darstellt, das alles spielt eine Rolle, die dann zu einem bestimmten Gesundheitsverhalten führen, ja, was dann wiederum durch Handlungsreize verstärkt werden kann. So kritisch wird dieses Health-Beliefs-Modell betrachtet, dass es historisch zwar wertvoll ist, aber dass zu viel auf das Bedrohungsempfinden abgezielt wird. Das dockt an die neurowissenschaftliche Erkenntnis, dass wir vor allen Dingen durch positive Verstärkung lernen und weniger durch Bestrafung. Ja? Da gehen wir dann in der übernächsten Vorlesung hinsichtlich der Operantenkonditionierung nochmal genauer drauf ein. So, das heißt also, um das mit den Worten von Hippokrates zu beenden, dieses Thema, bevor du jemanden heilst, frage ihn, ob er bereit ist, die Dinge aufzugeben, die ihn krank gemacht haben. Ja? Das ist etwas, was jetzt bei dem Modell fehlt, ja? Aber was für uns als Behandler von großer Wichtigkeit ist. Weil wir können keinem Menschen helfen, wenn er es nicht möchte. Ja? Das sage ich sozusagen in persönlicher Sache an Sie, als unsere zukünftigen Kollegen, weil unser Beruf doch sehr durch Stress bedingt ist und wir klug mit unseren eigenen Kräften und Ressourcen umgehen müssen. Und insofern ist es wichtig, bevor du jemanden heilst, frag ihn, ob er bereit ist, diese Dinge aufzugeben. So, jetzt haben wir uns schon sehr intensiv mit allem beschäftigt. Ich bringe jetzt mal die Antwort auf die offene Frage, weil uns sonst die Zeit auch fehlen würde. Was sind also im Rahmen des Health-Beliefs-Modells die Maßnahmen zur Stützung von Pflegepersonal? Alles, was Ihnen dazu einfällt, auch aus Ihren eigenen Erfahrungen aus dem Pflegepraktikum oder wenn Sie schon vorher gearbeitet haben, werden Sie das bestimmt unterstützen. Da ist zum Beispiel die Förderung sozialer Vernetzung, Kommunikation, Austausch. Zumal, also zumindest dann, wenn solche verrückten Zeiten wie jetzt dann wieder vorbei sind, dann die Förderung einer vertrauensvollen Zusammenarbeit, sodass die Ressource der sozialen Unterstützung nutzbarer wird und die Förderung einer gesunden Führungskultur, was bedeutet, also Gesundheit der Mitarbeiter hat primäre Bedeutung.